Ja, und ich bin nicht nur ein Freund vom positiven Denken, sondern ich bin auch ein Freund vom negativen Denken. Das meine ich natürlich relativ. Was ich damit meine, ist, dass man auch in Szenarien bereit sein sollte zu denken. Man kann nicht irgendwie immer nur positiv durch die Welt laufen und sagen, das wird alles super und hey, und es wird keine Probleme geben, alle Leute mögen mich, niemand will mir was Böses, ich werde nie Fehler machen. Alleine durch Fehler werden dir so viele schlimme Dinge passieren, die du natürlich nicht beabsichtigt hast, aber du gerätst manchmal einfach irgendwo rein, weil du einfach doof bist. Wir Menschen sind ja nun mal nur Menschen. Und deswegen hilft es meiner Meinung nach auch, ab und zu in negativen Szenarien zu denken. Also zu überlegen, okay, natürlich will ich das Beste erreichen, ist überhaupt gar keine Frage. Ich will super erfolgreich werden, alle sollen mich mögen und so weiter und so fort. Wir wissen aber, die Realität sieht anders aus. Was kann ich mir also vorher schon mal vielleicht für ein paar Gedanken machen und sagen, okay, was wäre denn, wenn das eintritt? Was wäre denn, wenn das eintritt, wenn mein Geschäftspartner abhaut, wenn ich auf einmal keine Kohle mehr habe, wenn mir privat irgendwie eine Beziehung geht kaputt oder. Es gibt, oder ich werde krank. Es gibt so viele Szenarien, die sind schon einmal da gewesen auf der Welt. Das ist schon Millionen von anderen Menschen passiert. Also natürlich wünsche ich das keinem, aber trotzdem sollte man auch darauf vorbereitet sein, weil wenn du erst in so einer schlimmen Situation bist, dann hast du so eine große Schwierigkeit, da wieder rauszukommen. Also, wenn du nicht vorbereitet bist, du bist wie paralysiert, du kannst dich kaum bewegen, weil man einfach dann so emotional reagiert. Deswegen finde ich es gut, ab und zu auch, gerade wenn man vielleicht Projekte vorhat oder ein Unternehmen gründen will und so weiter, sich auch mit den negativen Seiten zu beschäftigen und darauf vorbereitet zu sein. Ja, man kann ja eine Schlacht verlieren, aber den Krieg trotzdem gewinnen.